beginnt. Herzlich willkommen. Das ist alles andere als angenehm. Das verspreche ich dir. Ah. Okay. Nochmal so ganz deutlich. Das ist richtig kacke. Also dieses System, möchtest du das rückgängig machen, hätten sie ganz rausnehmen sollen. Denn mehreres trifft ja jetzt gleichzeitig zu. Erstens weiß ich jetzt schon, also hätte ich jetzt spätestens gewusst, selbst wenn ich es neu starte, dass er schon tot ist. Das hätte ich aber nicht wissen wollen. Also jetzt ist er wirklich tot, weil ich es nicht zurücksetzen wollte. Aber das ist mies. Und dann diese sehr unpräzise Entscheidung. Also Entscheidungsmöglichkeit. Das ist richtig mies. Das ist echt ein starker Negativpunkt für das Spiel. Also ein richtig starker. Verdammt. Na, erstmal weiter. Erstmal weiter, ja. Das ist von Loch in der Wand. Wovor weichst du aus? Wovor musste ich jetzt ausweichen? Reiß dich ein bisschen zusammen. Das ist kacke, aber geht gerade nicht anders. Oh Gott, komm schon, Mann. Du musst mir helfen. Ach ja? Ja, versprochen. Ich werde nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst kriege ich Ärger. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin tot, wenn ich es rausziehe. Bitte! Du Messerdieb! Ja! Okay, das ist schlecht. Laura! Oh nein, gebissen! Leg dich lieber mit mir an. Travis! Laura! Wow, langsam! Langsam! Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, eigentlich nichts Besonderes. Ah. Oh, Ryan! Oh, wie schlimm ist es? Du wirst verbluten. Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Ja, aber du könntest wenigstens irgendwas tun. Es ist nicht deine Schuld. Ich wollte es nicht sagen. Nicht deine Schuld. Nicht deine Schuld. Ich hätte nicht kommen müssen. Ich hätte es verhindern sollen. Du bist doch nicht mein Boss. Sorry. Ist okay.
Sterbe ich es? Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Eher nicht so. Warte. Vielleicht ja doch. Yo, beiß ihn. Ryan, wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja, versteh schon, böser Wolf. Naja. Ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir herausbrechen will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Genau. Das hat dann alles jetzt nur noch einen Timer halt. Und Leben und Chris töten. Oder verbluten. In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Ich hab mich schon entschieden. Tun wir es oder nicht? Darf ich die Entscheidung treffen? Ah, ich darf tatsächlich. Yo. Do it. Wir setzen da einen heftigen Timer drauf, aber okay. Ab geht's. Oh. Weich und saftig für dich. Nicht wegziehen. Ich hab doch schon zugestimmt. Die Entscheidung ist Quatsch. Oh, okay. Wird das jetzt sie beschleunigen? Gleich wirst du dich besser fühlen. Bald, glaube ich. Theoretisch schon. Fuck. Wir müssen weg. Wir müssen... Diese Typen werfen nie was weg, ha? Huh? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir... Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Geht klar. Ja, dann... Das wird interessant. Sieht aus, als hätten wir viel Arbeit, was? Versuch keinen Lärm zu machen. Oh, klar. Hast du schon was? Noch nicht. Such weiter. Durch.
Okay, jetzt wieder die Frage, Relevanz, ob ich links und rechts laufe. Boah. Bisschen erschrocken habe ich mich schon. Okay, dann laufe ich doch nochmal diesen Weg. Okay, spielt keine Rolle. Das Licht geht bestimmt nochmal an. Naja. Okay, da ist E zu. Okay, Benutzersicherheit hier lang gelaufen, falls es wieder ein Kärtchen gibt. Wenn ja, habe ich es nicht getriggert. Wenn das. Sieht nach einem Knopf aus. Ich laufe erstmal hier hinten hin. Ich kann den Knopf von beiden Seiten benutzen. Oh, okay. Why? Ja, viel mehr kann ich hier nicht tun. Ich lasse damit das Auto runter, oder? Hm. Nee, ich mach da die Tür auf. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein! Klappe, komm jetzt, geh mir! Ja, warte mal. Ich bin ja noch nicht fertig. Ich bin ja noch nicht fertig, habe ich gesagt. Ein Kalender. August. Vollmond, 22. August. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Aha. What's this? Diese gekritzelte Bitte, etwas nicht in die Bücher einzutragen, klingt ziemlich fragwürdig. Hier muss es etwas geben, das sonst niemand erfahren soll. Offensichtlich. Wer ist T? Mhm. Taylor. Travis, meine ich. Hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Du sagst es. Ja, lauf nicht so schnell weg. Warum es nicht direkt in das hier übergeht? Damit man sich selber nochmal durchlesen kann, verstehe ich auch nicht. Auftrag so und so. SUV, Karosserieschaden. Nicht in die Bücher eintragen. SUV. Okay. Wir suchen den SUV. Dann ist jetzt nicht gerade positiv. Uff. Uff. Es gibt zu viele Wege hier. Viel zu viele Wege.
Sorry, das war gruselig. Das ist so nervig. Wir werden von echten Monstern gejagt und das ist es, was dich stört? Ja, ist beides schlimm. Muss jetzt nicht unbedingt differenzieren. Man kann auch einfach alles scheiße finden gerade. Wo bin ich jetzt? Ist das der Weg zurück oder der Weg nach vorne? Bin mir unsicher. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Das war der Weg. Mit den Lichtern ist echt ekelhaft. Hier geht's nicht weiter. Nur raus. Glaubst du, Ryan ist okay? Er weiß, was er tut. Bestimmt ist er sicherer als wir hier. Komm. Naja, eigentlich schon. Er ist ja jetzt ein Werwolf. Okay, da oben geht's auch hin und hier oben geht's auch hin. Weggeworfene Schilder. Die zerrissenen und zerstörten Überreste alter Zirkusattraktionen. Der Art nach zu urteilen, wie sie mit dem übrigen Schrott verwoben sind, liegen sie schon sehr lange hier. Von Harren Scarum. Was ist das? Harren Scarum. Siehst du das, Caitlin? Ja, und ich erkenne die Dame wieder. Eliza. Eliza heißt sie also. Das ist nett zu wissen. Hier geht's auch hoch. Das kommt mir sehr labyrinthisch vor, das ganze Ding hier. Okay, da geht's auch wieder runter. Das ist, glaube ich, die Lücke, wo ich nicht durch bin. Karte. Das Gericht. Oh. Und da habe ich was gesehen. Da hängt ein Auto am Kran. Das könnte sogar noch funktionieren. Bin ich zeitlich begrenzt oder kann ich mich weiter umsehen? Ist die Frage, die ich mir stelle. Mach mal Platz. Gehen wir mal da drüben hoch. Da müsste ich doch eigentlich Richtung Kran kommen, oder? Da. Ja, genau.
Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Bekomme ich ein bisschen Schutz? Pass auf mich auf. Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Packst das. Denke ich. Na gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Wie ein einarmiger Bandit. So kompliziert. Willkommen zurück, Greifer. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Shit. Okay. Okay. Dann mal los jetzt. Hä? Ah, jetzt vorsichtig absenken. Ah. Großartig! Und Magnet lösen. Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Der Motor läuft sogar noch. Das ist schlecht. Caitlin warnen, Auto heben. Warnen. Kate, rein in das Auto. Was? Ja, rein in das Auto. Und jetzt hoch mit dem Auto. Shit. Auto schwingen, hupen, schwingen. Wir hoffen, dass ich ihn irgendwo abstreife. Ich könnte wenig wehtun, Caitlin. Halte ich lieber fest. Okay, festhalten war nicht drin. Schmeiß das Auto auf ihn runter. Schon, du rostiges Biest! Los! Runter damit! Das war knapp. Und bringt auch nicht endlos viel Zeit, denn das wird es nicht töten. Dylan, danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Für meine Rolle. Im Film darüber, wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Okay. So. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Ja.
Das Teil, was ihr braucht fürs Auto. Was in diesem Auto steckt. Ihr seid doof, oder? Wir müssen was tun. Was denn? Dylan sagt, er hier ist sicher. Naja, ich will nur nicht hier rumsitzen. Aber mehr müssen wir nicht machen. Nur bis zum Morgen warten, oder? Aber wir brauchen Schutz. Sieh, was du finden kannst. Das ist besser als nur rumsitzen. Das ist gar nicht so falsch. Mal sehen, was sich hier finden lässt. Und spontan fällt mir die Leiter da hinten ein. Mit der kaputten Sprosse. Ah, gut, dass es hier so unendlich dunkel ist. Da finde ich ganz bestimmt was. Hab Stühle gefunden. Und unsere Stühle. Auf denen wir saßen. Das hilft uns nicht. Aber ich hab sie gefunden. Ja, schlechte Idee. Oh. Okay. Ich sehe halt überhaupt gar nichts. Kann ich hier für Licht sorgen? Surveillance Room. Überwachungsraum. Die Hauptsicherung ist kaputt. Deshalb gibt's keinen Strom. Was hat das für einen Zweck? Was ist das? Silberkugeln. Wie sind die hergekommen? Der Jäger hat sie verloren. So kam er wohl nach oben und attackierte Caitlin. Diese Scheißtypen sind überall. Ja, steck sie ein, das ist gut. Das könnte helfen. Nimm sie doch alle mit. Können wir hier noch irgendwas mitmachen? Eher nicht so. Verdammt. Das Einzige, was ich tun kann, ist diese verkackte Leiter. Die ich eigentlich nicht nutzen kann. Vorher schaue ich aber nochmal hier. Ah! Aha! Hierophant. Okay, sagt mir jetzt nicht so viel. Was ist das? Kratzer an den Wänden. Oh, fuck. Sonst kann ich hier nichts machen? Nö. Da geht's nicht raus. Es hat die Viecher drin gelassen, also drin gehalten. Also müsste es die auch draußen halten. Theoretisch. Okay.
Bis jetzt war sie ein Wegweiser. Ich kann nur schauen. Es gibt auch Dinge hinterm Regal, aber ich komme nicht durch die Regale. Da bleibt echt nur die Leiter. Sonst bin ich optionslos. Aber die eine Sprosse ist angeknackst. Ich will die nicht benutzen. Was gefunden? Naja, die Leiter. Ich check nur die Leiter. Ist da eine kleine Tür oben? Ja. Dann mach sie auf. Warum? Wir wissen nicht, was da ist. Ganz genau. Hast du denn nicht aufgepasst? So gar nicht? Okay, was ich meine ist, könnte gut sein, dass wir einen Fluchtweg haben. Weißt du, wir wissen nicht, was in der Lodge ist. Ich schon. Vielleicht gibt es einen Weg, uns zu verteidigen. Nee, die Knarre ist nicht da. Okay. Ich denke, das macht Sinn. Ich hätte die Knarre da lassen sollen. Abby, die eine Sprosse. Sie weiß es nicht. Ich schon. Alles okay? Oh, wow, ja. Okay. Das war knapp. Spar dir die Stories. Sorry. Singt doch schön Kumbaya zusammen, okay? Was ist das? Ja, kennt ihr denn Kumbaya nicht mehr?